Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum Voting-Video. Ich muss sagen, dieses Mal war es nicht leicht, was rauszufinden. Ich wollte so ein bisschen was für den Oktober haben, für Halloween, so ein bisschen düsterer. Und viele haben auch Gothic geschrieben, würde ja auch irgendwo passen, zumindest der Name. Und ja, aber Gothic muss ich sagen, Gothic habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust. Ich weiß nicht, vielleicht einfach nur, weil es so ein altes Spiel ist. Ich meine, Seven Days sah auch nicht gut aus. Oder ich habe natürlich viele Spiele gespielt, die nicht so gut aussahen. Aber ich weiß nicht, wenn ich so ein Rollenspiel spiele, dann will ich so richtig Atmosphäre haben. Bei Survival ist mir das jetzt nicht so wichtig. Aber wenn ich so ein Rollenspiel spiele, da denke ich an Skyrim, da denke ich an Fallout. Ich meine, ist natürlich nicht die übelste Grafik überhaupt, aber es hat so seine eigene Atmosphäre und das würde mir halt wirklich fehlen. Und deswegen glaube ich, dass ich Gothic nicht so viel Lust hätte aufzunehmen. Auch wenn da viele sagen, ja, musst du einfach mal spielen und dann kommst du schon rein. Einfach so spielen ist immer eine Sache. Du kannst ja jederzeit sagen, ja, ich höre einfach auf, weil keine Lust mehr. Aber wenn ich so ein Let's Play mache, will ich das schon irgendwo durchziehen. Und das ist mir schon wichtig. Ich kriege einen Kommentar, wo nur eins draufsteht. Geil. Ja, ich habe aber auf jeden Fall Spiele rausgesucht. Wie gesagt, es war nicht leicht für den Oktober, für Halloween, ein bisschen was rauszufinden, was ihr mir vorgeschlagen habt. Aber ich habe schlussendlich wieder 5 Sachen rausgesucht, die mir gefallen. Ich habe mir viel Trailer reingezogen, ich habe mir viel Gameplay reingezogen, ohne mich spoilern zu lassen natürlich. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Und zwar haben wir als allererstes, was haue ich als allererstes raus? Komm, das ist ja keine Überraschung, 7 Days to Die habt ihr gewotet oder wollt ihr voten. Und ja, hier ist es, wir haben schon eine Staffel gemacht. Es soll ja irgendwie auch irgendwie eine neue Engine rauskommen. Ich weiß nicht, ob die schon draußen ist. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. 7 Days. 7 Days to Die. So, letzte Aktualisierung war der 22.09.2018. Okay, da sehe ich jetzt nicht viel draus, aber mal gucken, ich weiß nicht. Nugget, du kennst dich da ja aus, ist das Update schon draußen? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Und ja, das dazu. Ich wirke irgendwie so dunkel, oder? Egal, jetzt ist es zu spät, jetzt nehme ich schon auf. Dann haben wir als nächstes, habe ich mir gedacht, wir haben das schon mal im Stream gespielt und einer hat das wieder vorgeschlagen, meinte, hey, es war für funny, spiele es doch mal wieder, aber diesmal richtig als Let's Play. Und ja, Sheltered ist jetzt dabei im Voting. Ist, ja, wie kann man sich das vorstellen? Du bist halt in der Vault, in einem Shelter, in einem Bunker. Bunker ist das Wort, was ich gesucht habe. Und versuchst halt zu überleben, ist Pixel-Grafik. Ne? Also diejenigen, die nicht auf Pixelgrafik stehen, werden da sowieso nicht voten. Aber für diejenigen, die Bock haben, dazu zu sehen, ich hätte auf jeden Fall Lust, das zu sehen. Dann als nächstes The Darkness 2 ist eins der Spiele, die ich gerade so aufgenommen habe. Ich würde mich überraschen lassen von dem Spiel. Es sah auf dem ersten Blick gut aus, auf dem zweiten Blick nicht so. Oh, mal gucken, ne? Also mal gucken. Ihr habt unten in der Beschreibung habt ihr alle Trailer. Ihr könnt euch auch selber ein bisschen angucken, wenn ihr wollt. Und schlussendlich votet ihr ja das Spiel, auf was ihr auch Bock habt. Also wir voten ja hier, auf was ihr Bock habt oder auf was ich Bock habe. Versteht ihr? So, dann haben wir I Am Alive. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das war. Weil das ist ein Spiel, was ich die ganze Zeit schon beim Steam habe, aber nie wirklich realisiert habe, dass es da ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr habt da so ein Spiel, ihr habt keine Ahnung, dass es da ist. Jetzt kotzt mich das jetzt aber an hier. So. Plop. Warte, nein, das war falsch. Plop. So. Jetzt. Ah, guck mal, ich bin hell. So, ich komme mir gerade vor, als wäre ich im Stream. Ja, I Am Alive sieht richtig gut
gut aus, muss ich sagen. Das sieht richtig gut aus. Ich wusste nicht mal, dass ich das wirklich in meiner Bibliothek habe, bis ihr das geschrieben habt. Naja, und dann haben wir noch ein kleines, ich würde sagen, ja, Indie-Game. War jetzt nicht richtig teuer auf Steam. Next Day Survival. Und das wäre dann Spiel Nummer 5, auf das ihr voten könnt. Also, wenn ihr euch den Trailer angucken möchtet, könnt ihr das jetzt tun. Drückt kurz auf Pause, mittlere Maustaste auf den Link und dann öffnet sich normalerweise ein neues Fenster und ihr könnt euch das dann angucken. Ansonsten findet ihr jetzt hier oben das Voting-Dingenskirchens und wenn es nicht da ja, aufploppt oder schon aufgeploppt ist, dann drückt einfach auf das kleine i hier. Ich glaube, das war ein i oder ein Ausrufezeichen oder keine Ahnung, vielleicht war es auch ein Dildo. Klickt einfach drauf und dann könnt ihr voten und dann sehen wir uns. Ja, wann sehen wir uns denn? Ich würde sagen, ich gebe euch mal so 2, 3 Tage. Heute haben wir Montag. Sagen wir bis Mittwoch. 18 Uhr, dann nehme ich eine Folge auf oder zwei und dann kommt Donnerstag die erste Folge. So machen wir's. Gut, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim Let's Play. Haut rein, euer Seo. Tschüss. Na.